Ja, liebe Zuschauer, wir sind hier vor den Büros und Studios von RTF 1 in Ehningen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Freitag, 4. Dezember, 3. RTF 1 nach dem Sparkassenkarree Tübingen. Das Programm steht und die Namen auch. Sandra. Was nun, Herr Palmer? Dazu ein prägnanter Kurztag zur Landtagswahl mit Daniel Lede-Aball, Dorothea Kliche-Behnke, Dietmar Schöning und Klaus Tappeser. Mit im Interview natürlich auch wieder aus der Wirtschaft, außerdem musikalisch umrahmt von der Tübinger Musikschule. Und natürlich ein prominenter Tübinger Schriftsteller namens Peter Prange. Und dem Chef von der CEGAT GmbH, der heißt Dr. Dirk Biskup. Sehr gut. Bleibt nur noch, es darf natürlich der Spitzensport nicht fehlen und da sagt man gar nichts, lauter Überraschungsgäste. Und schwäbisches Kabarett, hast du einen Gast mitgebracht, habe ich gesehen. Ja, jetzt komm mal daher, Leibsle. Gut, also wir dürfen uns wirklich freuen auf die dritte RTF1-Nacht am 4. Dezember. Das ist ganz toll, also da sind ja alle, was da alles wieder besprochen wird und Politik wird wieder bewegt. Ja. Und alle sind schon ganz platt von diesem Schaffen. Aber ich sage es Ihnen, Leute, egal wie platt wir sind, Josef ist platter. Ja, man darf auch sagen, egal wie gut wir sind, im Leid auf die Palme bringen, Boris ist Palmer. Also wird sehr nett, wird sehr nett. Ja, liebe Zuschauer, Tickets besorgen, Freitag, 4. Dezember. Wir freuen uns auf Sie. Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Karten unter den eingeblendeten Kontaktdaten. Die RTF 1-Nacht wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Tübingen.